herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute, Gott sei Dank, kann ich so sagen, wieder mal zwei wunderbare Herren hier im Studio. Sie sind schon mehrfach da gewesen. Ich durfte mit ihnen ganz spannende Sendungen machen mit einer Tiefsinnigkeit. Eine Tiefsinnigkeit, die ich als Seelenfutter bezeichne. Und Ihnen heute eine neue Sendung schenken zu dürfen, ist für mich eine große Freude und Ehre. Es sind die zwei Herren, die Buchautoren von diesem Buch, das das gleiche Name trägt wie unser Format, aber doch mit einer viel, viel mehr Tiefsinnigkeit, als ich das bisher gewohnt war, hier in diesem Senderformat zur Verfügung zu stellen. Und deshalb möchte ich die zwei Autoren nochmals ganz herzlich begrüßen. Einerseits Helmut Agostoni, 80 Jahre, heute wieder da. Und ich freue mich darauf und auch mit dem Rolf Meier, 72. Ihr seid Geschenke für mich, weil einfach allein schon vom Alter her seid ihr für mich einfach Vorbilder. Ihr seid Authentizität pur, ihr habt Weisheit in euch drin, eine Demut und eine Bescheidenheit. Alles Attribute, die ich unglaublich schätze. Und deshalb vielen Dank. Und lass uns gleich das Spiel beginnen, wo wir doch gar nicht wissen, wo es hingeht. Aber der Titel der Sendung, es geht ein bisschen mehr um den Great Reset. Dieses Wort höre ich leider heutzutage unglaublich oft. Eben speziell in der heutigen Zeit eine neue Weltordnung, die geschaffen werden sollte. Viele Verschwörerkreise bringen dieses Thema ständig. Aber ich möchte es gerne jetzt nicht aus Verschwörungsseiten anschauen, sondern aus Religionssichtweise, aus spiritueller Sichtweise und möchte euch fragen, was eure Forschungsarbeiten durch den Dschungel von vielen Philosophen und spirituellen Lehren eigentlich zu dieser heutigen Great Reset sagt. Darf ich vielleicht wieder mit dem älteren Herrn beginnen? Danke für die Helmut. Ehre. Das ist einfach Ehre, wem Ehre gebührt. Du hast es auch verdient, aber er ist älter. Bitte. Also herzlichen Dank jedenfalls, dass wir da sein dürfen auch. Wir würden gerne mit einer Positionierung beginnen, ja. Weil das Great Reset hat ja irgendwie mit Wandel zu tun. Mhm. Und das erste Bild, das wir jetzt hier sehen, das erinnert uns an das Thema Schöpfung, Fall und Rückkehr. Ja. Also eigentlich wollen wir ja, wenn wir das erkannt haben, auf dem Rückweg sein, das heißt uns höher entwickeln. Jetzt ist die Frage, wie tun wir das in der nächsten Phase? Und ist das, was unter dem Thema Great Reset läuft, das, was wir wollen und sollen? Und wenn wir jetzt uns an dieses Bild erinnern, das zeigt ja den geschichtlichen Rahmen, ich würde mal sagen, der uns bekannten Offenbarungswerke, die Bibel und so weiter. Und da haben wir gesehen, es gibt ja diese 2000 Jahre Abschnitte, die man auch mit den, unten sieht man das mit den Sternzeichen verbinden kann. Und immer nach 2000 Jahren ist etwas Großes passiert. Nach der Schöpfung Adams, das ist nach jüdischer Rechnung etwa nicht ganz 4000 vor Christus passiert. 2000 Jahre später war die Flut. Und die Flut war ja eine Reaktion auf das Verhalten der Menschen, weil sie sich von Gott so weit entfernt hatten, dass eine grundlegende Korrektur nötig war. Dann 2000 Jahre später war der religiöse Glaube auch wieder in Formalismus erstarrt. Dann kam ja Jesus und hat die neue Lehre der Liebe gebracht. Und jetzt sind wieder 2000 Jahre vorbei. Und jetzt ist die Frage, was jetzt? Weil nach diesen 2000 Jahren, wenn man vergleicht, was in den Offenbarungen steht, in der Bibel steht, mit dem Verhalten der Menschen, die man heute wahrnimmt, da muss man sagen, rein vom Materiellen gesehen, nur materiell, fahren wir doch, wenn es weitergeht, so mit dem Schnellzug gegen die Wand. Ich darf das sagen, ich sage jetzt ausnahmsweise, dass ich Ingenieur bin, ich muss es auch von der technischen Seite sagen, was wir mit der Technik erreicht haben, ist großartig. Mhm. Aber es hat uns nicht weitergebracht, von den Lebensumständen, vom Bauen und so weiter. Vom Wohlstand her schon, aber eigentlich, die grundlegenden Probleme haben wir nicht gelöst. Und wenn man es von der spirituellen Seite her anschaut, sowieso nicht, ist das Verhalten völlig konträr dem, was wir sollten.
Das ist das Liebesgebot umsetzen. Und jetzt ist eben die Frage, ja, was kommt jetzt? Das Novozän, kann das nachher dann noch zeigen, was da die Idee ist und dass man sich auch andere Modelle vorstellen könnte. Willst du dazu noch was sagen? Ja, wir spüren ja, oder die Gesellschaft spürt ja, es ist etwas in Bewegung. Ohne dass sie das kennt, das ist logisch. Und es gibt Verschwörungstheorien, es gibt Weltuntergangstheorien und so weiter. Aber man spürt intuitiv, gesellschaftlich, es ist etwas in Bewegung. Und man spürt auch irgendwo, dass es nicht so weitergehen kann. Physisch, dann auch psychisch, die letzte Sendung. Ethik und Moral und irgendwie ist etwas in Bewegung. Und das ist ja immer sehr spannend. Und wenn wir jetzt dieses platonische Monad von 2000 Jahren anschauen, ist wirklich wieder etwas Neues im Entstehen. Und das spüren wir ja. Und darum auch die Thematik Great Reset. Also, wie geht es weiter? Und wenn man das anschaut, gibt es ja Theorien, die da und dort aufgebaut sind. Wir kennen auch die Verursacher dieser neuen Idee. Aber es könnte gut sein, dass diese Idee eine Extrapolation der heutigen Zeit ist, aber nur noch verfeinert in digitaler Technik, in noch größerer Schnelllebigkeit und so weiter. Und dann wäre das wirklich dann der Endspurt an die Wand. Aber jetzt von der metaphysisch-spirituellen Art kann es ja so nicht weitergehen. Und das ist ja eine große Chance, die wir erhalten haben, eine Kehrtwende in geistiger Hinsicht wahrzunehmen. Und das wäre die Flut, aber über die geistige Seite. Genau, das wär, könnte eine Sinnflut über die materialistische Zeit sein, könnte man jetzt metaphormäßig bezeichnen. Und ich glaube, hier stehen wir, und das ist auch eine unglaublich interessante Zeit, etwas irdisch ausgedrückt, ein wahrhafter Thriller. Ich glaube, die Menschheitsgeschichte war noch nie so interessant wie jetzt. Aber wir stehen an der Wende, das wissen wir, das spüren wir, und deshalb die Wendezeit. Aber nicht Weltuntergang oder was für eine Apokalypse, sondern eine Wendezeit geistiger Natur. Aber wie es rauskommt, da setzen wir jetzt wieder die Ursache, die jetzige Generation. Darf ich vielleicht noch drinbleiben? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch irgendwie in der Bibel auch so eine Offenbarung gibt, wo da irgendwie wirklich ein so ein Weltuntergangsszenario geschrieben wird, oder? Das gibt es, vor allem im Johannes, die Apokalypse, oder der siebte Siegel und so weiter. Es gibt in der Literatur hinsichtlich Bibel, aber auch hinsichtlich der privaten Neuoffenbarungen sehr viele Stellen, die darauf hinweisen. Das ist ganz interessant. Aus der Neuzeit habt ihr euch auch mit Nostradamus auseinandergesetzt? Also ich habe mal gelesen, aber tiefer auseinandergesetzt nicht, weil es ist ja sehr kryptisch geschrieben. Mhm. Und da gibt es verschiedene Leute, die das interpretieren. Wer Recht hat, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Die Frage ist, ob wir es brauchen oder ob wir ohne dieses Wissen auskommen. Ich meine, ich für meinen Teil komme ohne das aus. Weil wenn wir den Weg gefunden haben, wie dargestellt, für uns, der muss ja nicht geteilt werden, aber für uns brauche ich überhaupt keine Angst haben. Mhm. Und ich meine, the Great Reset, dieser Begriff Reset, wenn man beim Computer ein Reset macht, dann geht man auf Null zurück. Und wenn das kommt ja vom WEF, vom World Economic Forum, und der Klaus Schwab hat das ja formuliert, und den Begriff Novozän hat einer, der, glaube ich, im Alter 100 Jahre noch ein Buch geschrieben. Vor kurzem hat er diesen Begriff geschaffen, und wir können im nächsten Bild dann schauen, was man darunter versteht, und dann auch die Frage stellen, wollen wir das? Bitte gerne, ich kenne das Wort nämlich noch nicht. Ja. Also das Novozän geht eigentlich davon aus, dass ein neuer Menschentyp eigentlich das übernehmen soll, oder? Mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Da spricht man ja auch von Implantaten und weiß der Teufel was, auch über Mikropartikel, die man dann vielleicht mit Impfungen und anderen Sachen verabreicht, damit man wirklich die Potenz der Menschen, also jetzt nicht die körperliche, sondern die geistige, nicht spirituell, die geistige, intellektuelle, und dass man nachher mehr Erfindungen machen kann, das zeigt sich dann so, dass man Raketen herausschickt, dass man Hunderte von Satelliten in den Orbit schickt, dass man nachher das über Telekommunikation
verbreiten will. Das ist so die Vision und das ist die Hoffnung, dass wir die Menschheit retten und wir werden nachher mit diesen klugen Menschen alle Probleme, die wir haben, lösen. Weißt du, was mir da so vorkommt, wenn ich diese Bilder so sehe? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein berühmter Satz aus eines alten Films von James Dean. Und auf der anderen Seite spielen wir hier nicht Gott. Ja, ja. Wir haben doch gar keine Ahnung, was daraus passiert. Wenn wir jetzt mit Tausenden von Satelliten auf die Erde strahlen, wissen wir nicht, was passiert. Es ist ein Feldversuch mit diesem 5G, wo ich das sehe. Wir haben keine Ahnung, wie der Mensch, das biologische Leben darauf reagiert. Das ist ein Feldversuch. Ich finde das doch ein sehr gewagte Spielereien, oder? Und man kann sich fragen, für was? Was hat das für einen tieferen Sinn? Mhm. Ja, der tiefere Sinn, den habe ich jetzt aufs Bild wieder zurückgeblendet. Mhm, gern. Das hat mit der Überwachung zu tun. Das Bild in der Mitte, das sind einfach Überwachungskameras aus China. Und rechts ist eine, man kann das einfach aus der Distanz wenig gut sehen, ist eine Polizistin. Mhm. Die hat eine Brille. Und in dieser Brille, wenn sie dich anschaut, sieht sie, wer du bist, wie viele Plus-Minus-Punkte sozial du hast, wie man mit dir umgehen soll. Das ist in China jetzt schon aktuell. Ich habe die gelesen. Ja. Und es kann man sich fragen, warum muss jemand überwachen? Und warum gibt es Plus-Minus-Punkte? Das gibt es nur, wenn jemand sagen will, ich will, dass du dich so verhältst. Ob wir das wollen, das ist die andere Frage. Aber es gibt natürlich dann Leute, die davon profitieren, nämlich die, die an den Schalthebeln sitzen. Und die anderen mit den Minuspunkten, die haben keine Chance mehr. Aber das hat ja alles gar nichts mehr mit spirituellem Erwachen überhaupt zu tun. Das ist die neue Ethik und die neue Moral, kann man sagen. Ja, genau. Hm? Und ja, natürlich, das ist ja die Ethik und die Moral, die zum Beispiel in China gilt. Und es gibt im Westen Leute, die sind begeistert davon und sagen, sollten wir auch haben. Also ich meine, sind wir durch bei Rot, oder? Und ich möchte noch etwas sagen. Das wird ja nachher in die Ecke der Verschwörungstheorien getan. Verschwörungstheorien sind für mich nur Theorien, über die man nicht sprechen darf. Was wird das so gekillt? Und dabei ist immer etwas dahinter. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass diese neue Zeit in Anführungsschlusszeichen auch nicht mehr lebenswert ist. Man verliert ja die Identität. Und auch der freie Wille ist torpediert. Ich denke, wir werden immer mehr zum Werkzeug. Ja, absolut, zum Werkzeug, zum Roboter. Zum Roboter, zur künstlichen Intelligenz. Wesen, ja? Ja. Und ich finde, das ist schrecklich und es ist auch erstaunlich, dass wir im großen Modo diesen Gedanken oder diese Ziele nicht innerlich bekämpfen, dass wir auf dieser Fahrt sind und gar nicht merken, was auf uns zukommt. Mhm. Und das ist sehr schlimm und ich glaube, wie wir diese neue Zeit, das sogenannte Great Reset angehen, das entscheidet auch zukünftig, was unser Leben bedeutet. Und wenn das dann der Sinn des Lebens ist, ein solches Leben zu führen, dann bin ich schon gerne dann zuvor auf der anderen Seite. Machen wir es aus Fairnessgründen noch, dass wir diese Sache jetzt aber auch mal noch positiv darstellen wollen zum Diskutieren. Ich meine, es bringt auch ganz, ganz viel Vergünstigungen. Ich sage mal, die globale Kommunikationskultur über dieses neue Netzwerk ist natürlich genial, denke ich mal, in vielen Dingen. Wir können uns alles bestellen aus der ganzen Welt, ob wir es brauchen oder nicht. Aber die Kommunikation ist schon cool. Früher müssten noch Briefe schreiben und abschicken. Also war auch schön, oder? Wahrscheinlich erarbeiten wir E-Mails noch mit Gedanken. Natürlich. Auch dieses Netzwerk mit den Satelliten herum, wo natürlich Fahrzeuge fahren können ohne Chauffeur. Ich finde, das sind doch auch Innovationen, die auch wirtschaftlich interessant sind. Das bringt... Die Zeit hat ja auch Wohlstand gebracht. Heute, wir haben alle was zu essen auf dem Tisch, was ja vor 50 oder 80 Jahren noch nicht der Fall war. Also wir haben sie auch über diese Innovationen auch weit bringen dürfen. Du sprichst etwas ganz Wichtiges an. Wir haben profitiert davon und das ist auch schön. Mhm. Aber dieses Bild im oberen Teil zeigt den Missbrauch an. Wenn der Mensch die wunderbaren Erfindungen dazu braucht, gegen die Menschheit zu arbeiten, dann ist es eben schlecht. Ja, das ist aber wirklich so eine Gratwanderung. Ja, klar. Dass man den Fortschritt und den Missbrauch irgendwie abwägt.
meine, man verkauft es uns ja dann immer positiv, oder? Das ist ja zu unserem Eigenschutz zu wissen, dass die Polizistin mit der Brille den Nachbar rechts von dir gleich mitnehmen kann, weil er doch stark im Minus ist, oder? Und er könnte ja gerade was tun. Ja, also das geht eigentlich um bereits zu agieren, bevor was passiert. Das ist richtig, ja. Kann positiv gesehen werden, aber auch, also auch im Bereich Terrorismusbekämpfung, wo man weltweit hört, dass man eigentlich durch das Auffassen von Informationen, von Datensammlungen bereits frühzeitig reagieren kann. Ist ja auch wieder nicht schlecht, oder? Das ist natürlich alles polar. Das ist schon klar. Das sogenannte Schlechte hat auch etwas Gutes und umgekehrt. Und die Kunst ist nun einfach irgendwie hier in diesem Spektrum eine Lösung zu finden, die wirklich eine, sagen wir mal, seelisch-geistige Wertschöpfung wäre. Das ist eigentlich das Ziel. Wir bräuchten an der Spitze einfach Menschen, die einfach das Wohl des Volkes im Vordergrund haben, ohne irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile daraus zu genießen. Gibt es das? Ja, das ist gut. Wirklich, ich überlege mir es auch gerade. Hä? Aber es gab es immer wieder, solche großen, starken Frauen und Herren. Ich meine auch Frauen, ich denke, die Frauen sind da vielleicht sogar ein bisschen privilegierter, das Wohl des Kindes, das Behütende, das Schützende, das Leben zu erhalten. Das Vernetzende. Ja, wir Männer sind doch eher die kriegerischen Anteile. Also wir bräuchten vielleicht, ich weiß es nicht, viel mehr Frauen an der Spitze. Aber der Trend ist ja genau auf diese Richtung in gewissen Sinne. Was ja wieder gut ist. Das ist wieder gut. Oder? Das ist doch spannend, wie das alles ineinander läuft. Das ist ganz interessant. Wenn man sie nicht von den Familien wegnimmt und die Kinder nachher keine richtige Erziehung mehr bekommen. Und so emanzipiert, dass sie eigentlich mehr Männer sind als Frauen. Ja. Obwohl eigentlich die Frauen genau hier diese spirituelle Sichtweise, die wir hier in den Sendungen immer wieder, eigentlich das Maß wären. Genau. Die Breite, die Tiefe, das ist schon so. Ja, und auch die Demut. Die Demut, ja, absolut, das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich schade, wenn man das verlässt. Nicht? Die Demut ist ein ganz wichtiges Thema, die Demut, auch in dieser Entwicklung. Ja. Darf ich dazu? Oh, bitte, die Zeit drängt auch, ja, gern. Darf ich dazu noch zurückkommen? Wir haben jetzt das Positive und so weiter gesehen in diesem linken Bild, also im unteren Teil. Jetzt kann man natürlich sich erinnern daran, was der Club of Rome Mitte des letzten Jahrhunderts festgestellt hat. Wir kommen an die Grenzen des Wachstums. Das heißt, die Ressourcen erschöpfen sich. Jetzt muss man natürlich zur Besinnung kommen und schauen, wie gehen wir damit um. Da muss man sich bescheiden. Man darf nicht einen solchen Wust von Technik und so weiter produzieren, weil die Ressourcen, die müssen irgendwo herkommen und das hört auf. Das heißt, wenn das so weitergeht, wenn wir so weitermachen, wird man das korrigieren können, dann fahren wir gegen die Wand, weil dann einfach die Ressourcen nicht mehr da sind. Dann gibt es den Kampf um die Ressourcen, gibt es Kriege, das ist also nicht so lustig. Ja, Wassernot und alles. Wir müssen natürlich schon, eben wie schon gesagt, die Demut erkennen in der ganzen Thematik. Und das ist natürlich sehr schwierig. Auf der einen Seite die Ansprüche, auch die Chancen, die wir haben. Und diesem Spektrum dann auch die Demut noch hinein zu integrieren, das ist sehr komplex und anspruchsvoll. Das ist schon auch ein großes Verteilungsproblem heutzutage. Absolut. Wohlstand ohne Ende und Armut ohne Ende. Ich glaube auch nicht an die Überbevölkerung. Wir haben das mal ausgerechnet. Also wenn wir diese 8 Milliarden Menschen, hätten alle Platz im Bodensee. Ja, genau. Also wir könnten die alle im Bodensee versenken und hätten alle Platz von der Kubatur her. Ist doch erstaunlich, oder? Also die Welt ist schon groß genug, auch noch für viel mehr Menschen, aber nicht so, wie wir es jetzt nutzen. Genau. Jetzt unser Weg wäre ja eigentlich ein anderer. Und das wollen wir in dem Bild eigentlich anzeigen, dass wir uns eben wieder bescheiden lernen und dass wir nachher friedlich miteinander umgehen, dass wir die Unterschiedlichkeiten respektieren, dass Liebe zum Nächsten, dass man ihnen Gutes tut, jetzt nicht einfach nur, indem man wieder mal einen Einzahlungsschein ausfüllt, sondern indem man sich auch den hingibt, dass man mit der Natur sorgsam umgeht. Und allein wenn wir das auf uns wirken lassen, die Bilder, es mag Leute geben, die haben Freude am linken Bild, wir mehr am rechten.
Ja, was ganz interessant ist, das sogenannte tausendjährige Reich. Also tausend ist immer eine Zahl unendlich. Also das muss nicht tausend Jahre sein. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu den Quellen. Dieses tausendjährige Reich oder die Alternative zum Great Reset steht in den meisten Offenbarungsschriften. Das ist ganz interessant. Also bei Swedenborg, bei Lorber im Dritten Testament, dass wir in dieser Wendezeit also eine Welt dann vorfinden, die eigentlich so aussieht oder aussehen sollte, wie das rechte Bild. Also das Humane, das Zwischenmenschliche, das Demütige. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Existenz als das linke Bild. Mhm. Gemeinsam, das sieht man ja schon gemeinsam. Einsam, ja. Genau, genau, ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie kommt man vom linken Bild zum rechten? Da musste einiges passieren, dass man von den linken extremen Vorstellungen Abschied nimmt und zum Rechten kommt. Weißt du, was ich auch sehe, ist eigentlich Destruktivität links, Chaos und auf der rechten Seite viel Ordnung. Es ist eine geistig-seelische Ordnung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir wahrscheinlich, aber wir sind keine Propheten, auf die linke Seite hinzusteuern und dann plötzlich an die Wand fahren und von dort her die einzige Alternative auf die rechte Seite kommen. Das könnte eine Alternativlosigkeit. Genau. Ja. Ja. Ich habe mich mal mit dem Gestalten des Wandels befasst, Change Management auf Neudeutsch. Und dort ist es ja so, dass der Mensch sich nur bewegt, wenn er entweder einen Motivationsanstieg hat, ich will ein neues Auto, oder dass er muss, weil das alte Auto nicht mehr zugelassen ist. Also ich nehme jetzt ein blödes materielles Beispiel. Und das würde heißen, vom Linken zum Rechten zu gehen, braucht eine Leidenszeit, weil freiwillig geben wir das nicht auf, was wir dort haben. Mhm. Und das würde auch erklären, dass in den Offenbarungen eben solche schmerzhafte Dinge als Option drin sind. Aber es hängt immer noch von unserem Verhalten ab. Das hat auch mit Loslassen zu tun. Ja, klar. Wenn wir das bewährte, bekannte loslassen, kommen wir ja was Unbekanntes, was uns ja auch schon erst mal wieder Angst macht, oder? Ohne Loslassen kommen wir nicht zu etwas Neuem. Mhm. Das ist schon so. Wir müssen etwas loslassen, um erst wieder etwas Neues greifen zu können. Aber ich glaube schon auch, dass wir von der linken auf die rechte Seite dann kommen. Und es ist interessant, also diese Zeit ist in all diesen Schriften, die wir verarbeitet haben, vom Mittelalter bis heute eigentlich so skizziert. Das ist ganz spannend, obwohl man damals noch gar nicht wusste, wie eigentlich die linke Seite aussieht. Ist schon verrückt, extrem, oder? Extrem verrückt, ja. Wenn man das so weit zurück sieht, dass das immer irgendwelche Zyklen sind und wir sind jetzt mittendrin und denken einfach, oh, das war jetzt irgendwie ein in Wuhan erzeugtes Ereignis oder ein Naturphänomen aufgrund den Umweltbedingungen, die wir ja eigentlich verändert haben und letztendlich die Quittung tragen, was auch immer die Wahrheit ist, spielt keine Rolle, aber es passt ins Schema rein, was das ist. Wirklich, das Mikrokosmos, das Makrokosmos, es ist ein System, das sich total ergibt. Ist denk schon so. Nur mal an die Offenbarung zurück. Das ist ja vor 2000 Jahren, also vom Johannes geschrieben worden, hat das ja als Botschaft bekommen. Und dort steht ja, eben wenn dann die schlimme Zeit da ist, da, wenn du nicht das Zeichen auf der Hand oder auf der Stirn hast, dann kannst du nicht mehr einkaufen. 666. Und. Ja, wo stehen wir heute? Wir brauchen einen Impfpass und so weiter. Und das ist noch nicht das Ende. Es wird wahrscheinlich noch schöner kommen. Und da muss man sich schon sagen, wie haben die vor 2000 Jahren gewusst, wie die Menschheit sich entwickelt? Mhm. Weil das ist eine Konsequenz unserer Entwicklung. Das ist nicht uns weil wir haben die Ursachen gesetzt und müssen jetzt mit den Wirkungen leben. Und jetzt setzen wir wieder neue Ursachen für die Zukunft. Wir setzen ja dauernd Ursache, Wirkung. Das Kausalgesetz ist ja immer permanent da. Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Und wie wir jetzt eine neue Ursache oder neue Ursachen setzen, anschließend ist natürlich das die neue Wirklichkeit. Also was ist die konkrete Empfehlung an mich, an die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir dieses Bild betrachten und unsere Sendung jetzt retroperspektivisch betrachten? Wir uns bewusst sein, wo wir stehen und wo wir hingehen könnten und was dann schlussendlich die Anführungsschlusszeichen Wertschöpfung ist. Was kann jeder Einzelne tun?
Er kann sich in den Spiegel schauen jeden Tag und denken, habe ich echt gehandelt im Sinn der Liebe, der als Ethik, und überlegen, was ist eigentlich mein persönlicher Wunsch. Ja. Es kann natürlich Leute geben, die sagen, nein, das Recht ist mir zu human oder irgendwie zu sentimental. Ich entscheide mich für die linke Seite, aber wahrscheinlich ist das dann schlussendlich auf längere Zeit gesehen der falsche Weg. Ich glaube, wenn ich die rechten Bilder sehe, dass wir uns alle da zu Hause fühlen, oder? Weil man spürt ja, ja schon die Ausstrahlung, die Schwingung. Das Herz absolut. Will das, oder? Absolut, absolut. Darf ich das noch mit etwas anderen Worten sagen? Also im Prinzip kommt das Gleiche raus. Die Maßnahme, die man mitnehmen sollte, ist, dass wir den Sinn des Lebens suchen, im Langen, also im Großen, zum Rückkehr zum Ursprung, und dass man aus der jetzigen Inkarnation das Beste macht, um auf der jenseitigen Seite auf einem entsprechenden Schwingungsniveau weiterzumachen. Vielleicht die Zeit heute nicht ganz so wichtig zu nehmen, wo man sich drin befindet, sondern einfach das Wissen zu haben, wie du gerade sagst, jenseits, diesseits, es geht ja immer wieder weiter und wir nehmen unsere seelische Reife mit. Und wenn wir über diesem stehen, was jetzt links passiert oder möglicherweise über diese Überwachung passieren möge, zugunsten oder zulasten von unserer Freiheit, was auch immer, es geht immer noch um unser eigenes Seelenbewusstsein da dazu. Eine gewisse Distanz zu erarbeiten zum Alltag. Ich war jetzt gerade 10 Tage weg und habe kein Radio gehört. Das glaubt ihr nicht, wie gut es da ging. Ich habe nichts gehört, gar nichts. Und dann habe ich mal wieder die Nachrichten beim Heimfahren angestellt und da kamen wirklich in den Nachrichten 10 Minuten nur Hiobs Botschaft, noch eins drauf, noch mehr lächerlich und diese Dinge, die mich gar nicht interessieren und mir einfach gesagt wird, oder? Obwohl diese 3000 Kinder, die jeden Tag an Hunger sterben, kein Thema ist, aber diese 4, die jetzt gerade irgendwo in der Ukraine und bla bla bla, das ist das Thema, das ist einfach oberflächlich. Und ja, ich komme ans Ende von dieser wertvollen Sendung. Wirklich, liebe Herren, ihr seid unglaubliche Geschenke für mich, für den Sender und hoffentlich auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nein, ich weiß es auch, wenn Sie das Herz öffnen und wenn Sie diesen Worten gefolgt sind, dann gibt uns das ganz viel nachzudenken. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass wir in der Nacht, jetzt wenn wir ins Bett gehen, das mitnehmen können, noch ein bisschen darüber nachsinnieren, wo wir stehen und wo unser eigener Weg ist. Wollen wir rechts bleiben? Wollen wir links hingehen? Wo zieht Ihr Herz Sie hin? Und nochmals als Nachweis, ich kann nicht aus werbetechnischen Gründen, nein, das ist keine Werbesendung, das ist eine tiefsinnige, spirituelle Sendung gewesen, wo der Funke im Willen nach der Suche nach der Wahrheit bei diesen zwei Herren gefunden hat, wo über 250.000 Literaturseiten gelesen haben, um ein komprimiertes Buch herzustellen, zusammenzufassen, zu komprimieren, wo genau das auch ein Thema war, darin diese Sendung, wo wir heute gemacht haben, finden Sie auch darin, aber Sie finden in diesem Schatz noch ganz, ganz viel mehr Seelenfutter für Ihr Herz und für Ihre Seele. Ich bedanke mich, lieber Helmut, okay. Lieber Rolf, und bei Ihnen auch. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.